Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4. In der letzten Folge hatten wir zwei Abstürze. Wir hatten zwei Abstürze. Warum passiert gerade nichts? Passiert jetzt was? Spiel, hallo? Ach Mann. Okay. Die ersten nicht, es ist nicht mal eine Minute um. Legit, das Erste, was ich mache im Spiel, ist direkt ein Crash. Go to hell. So. Ich habe jetzt eine Mod ausgetauscht. Mal gucken, ob das jetzt besser läuft. Ich habe honestly keine Ahnung. Hallo? Ah, da ist er. Bevor ich mit dir rede. You looking to buy some supplies? Nein, genau das Can do. Gegenteil. Du hast so gut wie keine Caps mehr. Goddammit, daran hätte ich denken können. Die neuen Mail brauche ich gerade nicht. Okay, ich gucke erstmal, was du mir geben kannst. Oh, ich habe den Selfball gefunden. Wenn ich beschwere mich nicht. Stimmt, die Casings kann man ja auch alle mitnehmen. Die sollte ich auch nicht verkaufen, weil die wiegen. Weil A, wiegen die ja nichts. Die wiegen nichts und die kosten mir auch nichts und ich kriege dafür auch nichts. Hat er denn irgendwas Interessantes? Rocktech Silicon Silencers, was? Meinst schon von den Sachen, weil ich nicht mal für was das sein soll. Das hier zum Beispiel. Für welche Waffe ist dieses Laser Sight? Hier Silicon Rubber Block. Für was? Das hier kann ich zum Beispiel mitnehmen. Ich weiß das schon, dass ich das brauchen werde irgendwann. Okay, die Vision Batterie verkaufe ich dem vielleicht nicht. Die Musik, die gerade im Hintergrund läuft, ne? Das ist aktuell auch die, die Musik für Dingens, für den Seasons Shop in World 76. Ich vielleicht noch irgendwas, irgendwelche Magazine oder sowas. Prospect. Ja, doch, das Salesman's Weekly, die kann ich mitnehmen. Und ein Stimpack, komm. Kriege ich den Rest nämlich hier auch noch verbraten. Okay, dafür kriege ich nichts. Die Holz würde ich auch nicht verkaufen. Nee, das ist nicht gut. Ich bin gern derjenige, der Geld bekommt. Was kann ich ihm noch geben? Was ich nicht brauche. Ich irgendwas, was ich nicht benutzen werde? Sehr viel benutze ich auf jeden Fall. Ja, dann halt so. Egal. Give me a shout if you need anything. Take it Ja. easy. Werde ich machen. So, Julie wollt was. Hallihallo. Done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not going to buy something, get out. What do you want? Du bist aber nicht sehr nett. He's some trader who decided he'd rather shoot than pay the toll for being in our territory. He's hiding somewhere in town. Would serve these idiots right if me and my guys shot the place up after we got payback on Ringo. Und was, wenn ich dir dabei helfe? Let me get out of town before we talk. Too many. Das ist also dein Territorium. It is now. Me and the rest of the guys busted out of the NCR prison east of here and took over. Now we're calling the shots. Ja, das werden wir noch sehen. Warum warst du im Knast? None of your damn business.
You ought to know better than to ask a man that kind of question. Ja, aber ich habe Speech 20, also wirst du es mir trotzdem beantworten. Rob some people, burn some things, killed a few guys. Du wirst hier nicht lebend rauskommen. Was ist eigentlich im Rest des Westens los? Same old shit that's been going on for years. The NCR and Legion are still fighting over Hoover Dam for some reason. Weißt du was über Hoover Dam? Never been there since the NCR's got troops all over it. Must be pretty important. Oh, und Legion? I've run with some tough gangs, but I gotta admit, they all got nothing on the Legion. I hear they stick you up on poles and it takes a while to die. I ain't saying I'm afraid of them or nothing, but I'll be staying out of their way. Und was mit der NCR? New California Republic. Nothing new about it. Just a bunch of people with money and power pushing everyone else around. They've got troops all over the Mojave, but it's a big desert, so it's pretty easy to avoid them if you want. Na, auf Wiedersehen. Yeah. Bye. Ich schieße noch in den Rücken. Hey, Trudy. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Hello. Worum ging's da gerade? Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Ja, wo ist er denn jetzt? He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Ja, warum schießt ihr Cobb nicht einfach in den Rücken? You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. Hm. Was werdet ihr machen? Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the Powder Gangers with him. Mhm. Was hat's mit denen auf sich? Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. It was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. Hm. All right. Was passiert, wenn ich Ringo helfe? If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. Of course, helping Ringo would also make the Powder Gangers mad, and they've got a lot of friends out there. Ja. Und was, wenn ich den Powder Gangers helfe? Don't know why you'd want to do a thing like that. Yep, you'd get on their good side, but people around here wouldn't appreciate it one bit. Schade. Und worüber habt ihr geredet? He's a convict, just nee, without the chains. Said his name was Cobb. Powder gangers is what they call themselves. Plenty more like him out there. Hm, weißt du was über die Leute, die mich angegriffen haben? Not much, other than they're a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident, and it hasn't been working since. Hm, haben sie gesagt, wo sie hingehen? They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. Und warum? That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. Aha, und wo sind sie hin? I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. Hm, ich kann mir dann das Radio mal angucken, wenn du willst. Sure, the outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. And that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. Ja, den kann ich auch gleich mal angucken. Weißt du was über den Roboter, der mich gerettet hat? I know that thing as much as anyone else around here. It mostly keeps to itself, which is just fine by me. Hm. Was macht er hier eigentlich?
Other than rolling around once in a while, it doesn't do anything useful as far as I can tell. I don't know why it took an interest in you, but I'd be careful. It's never helped anyone before. Magst ihn nicht, wa? It acts friendly enough, but I don't trust that whole cheerful cowboy act. I find it all very creepy. Ja. Wie lange bist du schon in Good Springs? It was here when I took over the saloon 7 years ago. Some people have said its owner lived here, but no one knows who it was. Ach so, wie lange ist er schon hier? Fine by me. Bekommt Good Springs many visitors? Im Spiel wahrscheinlich nicht, in Real Life mittlerweile ja. Die machen jetzt jedes Jahr den New Vegas Day, also das echte Good Springs. Ich glaube, beim ersten Mal kamen ein paar hundert Leute. Beim zweiten Mal waren es 3000. Mal gucken, wie viele es dieses Jahr werden. Mostly traders looking to buy bighorn or meat and hides. The traders are the main reason the general store manages to stay in business. Most travelers heading south on the I-15 just push on towards Prim. Unless they're in desperate need of supplies. Irgendwas Interessantes im Rest vom Westland? There's always something interesting going on. But the biggest news has to be the coming dust-up between the NCR and the Legion over the dam. Was hältst du von der NCR? The New California Republic's got the most power in Nevada. Money, troops, you name it. They do what they can to keep things safe in the region. But if you ask me, they're trying to do too much. They're spread too thin. Und warum wollen beide den Damm? Als ob wir das nicht schon wissen würden. I'm pretty sure the NCR wants to hold on to the dam because it's one of the few places around that can make electricity. The Legion are a bunch of savages, though. No idea why they'd want the dam. Probably plan on destroying it or something. Nee, glaube ich nicht. So, was hältst du von der Legion? Slavers, killers, and all other kinds of trouble. They dress up like Roman soldiers, so there's no mistaking it when you see them. The rumor is that the Legion is far larger than the NCR lets on, and that it's been due to luck that the Legion hasn't overrun the territory. Würde ich nichts drauf geben. Got a special discount for you, after what you've done for us. Hast du denn überhaupt irgendwas? Ja, du hast Magazine. Das ist nicht schlecht. Aber erstmal. Be careful out there. So, wir haben Level Up. Das ist auf 25. Nee, wofür brauche ich Survival? Obwohl ich könnte, dann habe ich wieder gerade Zahlen. Barter habe ich auf 40. Das brauche ich gleich. Ganz habe ich in Ordnung, Medizin. Ich könnte aber mal Richtung Lockpick 25 sparen. Sneak, Speed, Survival. Continue. Ah, ich hätte jetzt schon eins nehmen. Der hier ist am besten, je früher man den nimmt. Ja, den muss ich auch nehmen, sobald ich den nehmen kann. Kann ich aber jetzt auf Level 4. Also nehme ich erstmal den hier. Damit level ich nämlich schneller. So, Radio. Und es ist repaired. Feeling thirsty? I can take care of that. Hab den Radio repariert. Yeah, I heard it turn right back on after you got done tinkering with it. Here's some caps for the work. Not at all.
I'm never sure how much is normally charged for this sort of thing. Here's some additional caps. That should be enough. Now, how about spending some of those caps in the saloon? Ja, so Caps. Bitte gib sie auch direkt wieder hier aus. Ah, wieder. Be careful out there. Ja, ich versuch's. Manchmal, eventuell. Vielleicht. Nicht sehr wahrscheinlich, aber ich gebe mein Bestes. Ringo. Quick saven. Ringo. Hallo Ringo. Ich hab gehört, du bist in Schwierigkeiten. Damit kann ich helfen. Ich weiß zwar nicht, warum ich das eigentlich scheren sollte, aber ich mach's einfach trotzdem. Hallo. Hello, that's Bear. Close enough. Who are you and what do you want with me? Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. What say we start over with a friendly game of caravan? You know how to play? Nein, ich habe auch kein Interesse daran. Hier, Jacob, sucht nach dir. Yeah, he doesn't look very tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. Und damit kann ich auch helfen. Was hast du vor? I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. Ja, kann ich helfen. We'd just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board. Das kann ich organisieren. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Noch ein Magazin. Doctor's Bag. Ah, was haben wir hier noch? Serpentin. Brauche ich gerade nicht. Das ist leer. Das ist nicht leer, weil ich brauche kein Alk. Sind die auch leer? Das ist Mais. Oh, noch ein paar Sansis Gorilla-Flaschen. Einige der wenigen Heil-Items ohne Drawback in dem Spiel. Das ist ganz gut eigentlich. Und das Spiel hat bisher nicht mehr gecrashed oder Probleme gemacht. Also ich habe vorhin nachgeguckt, als in den ersten paar Sekunden von dem Video hingecrashed ist. Da habe ich nachgeguckt und da stand wohl, dass eine der Mods, die ich genommen habe, ein bisschen outdated ist. Und dass die ich jetzt habe, wohl besser ist. Die macht auch ein bisschen mehr. Aber vor allem ist sie stabiler. Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Nee, also doch ein bisschen. Hast du hier Arbeit? Not in Good Springs, no. But if you're up for a little scavenging, there's always the schoolhouse. Most of what's in there is junk, but there's a old safe schon. That even if you want to take a shot at. Das habe ich schon. Ich habe das schon gecrackt. Oh. Well, go ahead and keep the stuff I gave you anyway. It'll be more useful to you than me. Ich werde Ringo helfen. Machst du mit? Say no more. I'm in. Das war einfach. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo. But I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere. And Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. Okay. Ja. I'll be waiting. Kann ich alles machen. Außerdem, wir sind schon zu viert. Du hast ja noch deinen Hund. Hey, Trudy.
So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. I mean, wenn du kannst uns gerne helfen. I was planning on sitting this one out, but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Yep. Be careful. So, Chad. Ich komme ausnahmsweise mal nichts kaufen, sondern... Naja. Könntest du uns bitte helfen? Wo bist denn du? Da bist du. You looking to buy some supplies? Absolutely not. Was weißt du über die Situation mit den Powdergängern? If Ringo doesn't head out on his own, I think we should hand him over. The town shouldn't get itself mixed into the problem. Don't mistake that for coward talk, though. We're a town of survivors. We'll fight tooth and nail if pushed, but we don't go looking for trouble. Du bist ein verfickter Coward. So. Ich brauche trotzdem deine Unterstützung für die Powdergänger-Fights. Now just hold on. I never voted to take on the Powdergangers. That's a 1000 cap investment you're talking about. Oh, fuck off. Ja, genau, wenn's, nee. You made your point. I can provide people with some leather armor and extra ammo. Sure hope it's worth it. And I'll be guarding the store while all this is going on. I have to put my business first. You understand. Das ist ein scheiß Feigling. Can do. By the way, hier ist die Ammo, die du mir gerade gegeben hast. Die kannst du direkt wieder haben. Nee, kannst du nicht wieder haben, weil du hast kein Geld, um sie mir abzukaufen. Take it easy now. Nee. Beat. Ist Easy Beat noch da? Ah, Tree steht hier schon. Howdy. Howdy. Hilfst du uns mit den... mit diesen Powdergängern? Too dangerous. Gonna kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. Na, ich weiß, wie man damit umgeht. Uh-huh. Guess you know what you're doing. I'll go dig it up and get it ready. You'll have it by the time the fighting starts. Was hältst du eigentlich von Joe? Bad trouble. Yep. That's helpful. Welcome. Yep. Nicht sehr gesprächig. So, für dich noch Doc Mitchell. Ja, irgendwas muss ich nochmal ändern, weil irgendwas stimmt in der Grafik doch noch nicht. Ich glaube, irgendwas beißt sich da. Ich krieg's selber trotzdem. Hey Doc. Hey Doc, wo bist du? Bist du schon mit? Nein. Ist in der Küche. Welcome back. I had hoped you wouldn't need to come see me again so soon. What can I do for you? Ja, wir werden bald angegriffen und wir brauchen deine Hilfe. Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare. Danke. Das ist alles schon. So. Mal noch ein paar Stimpacks bekommen. Das sollte genug sein. Oi, Ringo. Ich hab innerhalb von wie viel? 5 Minuten eine Milli zusammengestellt aus der gesamten Stadt. Hallo Ringo. Nee, nicht wieder hinlegen. Bleib stehen. Brauchst dich gar nicht erst wieder hinzulegen. So what's going on? Did Sunny agree to help us? Ja, und die gesamte Rest der Stadt auch. Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. Nope. Let's do this. All right, I'm ready. I hope. Ist nicht. Time to look alive. The Powder Gangers are here to play. How many? At least 6. Joe Cobb included.
They look pretty mean. Nah, let's go. Oh, Easy Pete came through with the dynamite. Here's your supply. I really hope I don't blow myself up. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Ja. Das ist die Waffe, die ich auswählen wollte. Lalalala. Obwohl eigentlich. Solange die noch nicht in der Nähe der Siedler sind, kann ich schon mal ein paar Granaten auf die schießen. Immer die ganze Miliz hier an. Das Thumbnail. Wo sind sie? Da hinten sind sie. Hallo! Wo ist der Rest? Okay, das ging schnell. Und es ist ausgerechnet Joe, der noch am Leben ist. Als letzter. Und in Good Springs sind wir jetzt idolized. Und die Pottergängers halten aus. Ja, schade. Ich nehme einfach alles mit. Ich kann das hier gleich bei Chat verkaufen. I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. You're welcome. Aber da hast du nicht vorhin noch gesagt, du kannst nicht zahlen. I did have what was left of the Crimson Caravan money, but I wasn't sure if it was my right to just give it away. I owe you more than that, though, so look me up at the Crimson Caravan camp up in New Vegas if you ever visit. Mach ich. Lass mich looten. Ist hier noch Loot? Der hat nichts mehr. Hat schon alle? Ah, hier ist noch einer. Hey, Trudy. I'm glad that business is over. I like it when Good Springs is nice and quiet. Jo. Got a special disc. So, was kannst du mir verkaufen? Also, was kann ich dir verkaufen? Eine Single Shotgun ist aber auch schon echt scheiße, ne? So. Wow. Ein Schuss. Toll. Na komm. Thanks. So. Hey Chad. Yes, Ringo. Hey. Hey Pete. That ought to keep things settled for a while. Hope it stays that way. Ja, hoffe ich auch. Keep your gun handy. Wasteland critters like to move in when Sunny's. Ja, Sunny's always looking. Das ist ja das Schlimme. Oh. Hallo. Ist er noch nicht zurück? Doch, da ist er. In der Ecke. That was a hell of a fight. Let's hope it doesn't bite us in the ass later on. Wird's nicht. Can do. Dafür war die Development Timeline zu strikt für das Spiel. Ansonsten ja. Ich würde es den Entwicklern zutrauen. Take it easy. Aber da hat nicht die Zeit dafür. So.
So. Hey. Hallo, hey Sunny. That'll teach the Powder Gangs to avoid good springs in the future. So, was ist eigentlich dein Job hier? I hunt geckos mostly. The meat's pretty good and I can always find a buyer for the hides. I also help keep the town clear of rat scorpions and coyotes. Not many people live in good springs, so wildlife is always creeping in. Until Good Doggo. So. Jetzt soll es aber auch für diese Folge bestimmt gewesen sein. Wir sind nämlich schon wieder bei 35 Minuten. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, gerne kommentieren. Yeah. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.